Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zum Bus-Simulator 18 und ja, wir kaufen einen neuen Bus. Ja, den haben wir ja schon und wir wollen ja jeden Bus einzeln irgendwie ausprobieren und bevor es irgendwann ja, der 13. ist, wo dieses Spiel ja erscheint, muss ich erstmal alleine fahren, weil es kann durchaus sein, wenn wir am 13. loslegen, dass ich dann einfach sage, hier ist öffentlich und ihr könnt mitmachen. Im Livestream. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. So, wir gehen in den Shop. Ach, ich bin in den Shop. Wir haben ja den Mercedes und den Setra und heute kommt dieser Bus. Und wir werden ihn kaufen. Kaufen! Und jetzt haben wir einen neuen Bus in unserer Garage und sagen, wir wollen ihn bearbeiten. Werbung. Wir haben noch keine Werbung. Wir können noch keine Werbung schalten. Das ist schade. Wir haben hier Lackierung. Wir können hier so ein... Jo, so ein Silber machen. Was gibt es hier für Skins? Und da muss ich euch mal fragen. Wer hat Ahnung von Skins? Dann kann er doch mal für Maximus mal einen schönen Skin bauen. Also... Wenn ihr wollt, wenn ihr könnt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand sowas hinkriegt, dann auf dem Steam Workshop, vielleicht irgendwas mit CML. Ah, das wäre cool. Ja, wir machen mal anwenden. Aber irgendwie gefällt mir die Lackierung nicht ganz so. Kann man hier die Farbe irgendwie noch ändern? Der hätte jetzt so eine Farbe genommen. Das gefällt mir nicht. Wir lassen den einfach mal so jetzt so in einen so blau und die nächste auch so ein Blauchen. Und da haben wir jetzt unseren neuen Bus. Ja, okay, anwenden. Und dann würde ich sagen, wir fahren eine Rundstrecke. Und zwar diese hier. Und gucken uns mal an, wie der Bus... Ach nein, 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 nein. Wir müssen noch einen neuen Mitarbeiter einstellen. Und zwar, Rainer, Tanja, Lara. Wir sind alle einstellen. Juhu! Und dann würde ich sagen, dass ich Streckenplan. Die Nummer, die fahre ich ja jetzt, die 3. Und die hier, die machen wir mal. Eigentlich könnte das jetzt die Nummer 2 sein, oder? Speichern. Jetzt haben wir 2 Zweien. Und die Strecke, Fahrer und diesen Bus. Genau. Dann haben wir die beiden Strecken noch. Dann ein Busfahrer, ein Bus. Und wir fahren jetzt die Strecke. Genau. Und zwar fahren wir das mit diesem Bus und sagen Start. Ja, wir fahren MAN. Geil. Geil, da ist unser Bus. Okay, fahren wir schon mal los. Erstmal hier hin. Die ersten Meter mit dem neuen Bus. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger fahren. Ja, wir müssen da schon ein bisschen... Ah, komm, nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht. Komm. Das Rad steht so weit draußen, oder? Kann das sein? Das Rad steht viel zu weit draußen. So. Ach, sieht ja ganz anders aus. Ein Wochenticket, Standard. Ich habe aber noch nicht umgestellt... Dass nicht so viele Leute kommen sollen, ne? Das sieht richtig komisch aus jetzt hier. Da ist einer lang gehuscht. Ah, ist ja cool. So.
Und das sieht auf jeden Fall viel interessanter aus. Gleich durch das Lenkrad habe ich das Gefühl, als, mal Blinker aus, als wenn ich hier viel besser fahre. Also dass der sich viel besser, ja, verhält, der Bus. So, ich bin ja mal gespannt, ob jetzt das mit den Rundkurs, ob das hinhaut. So, da möchte ich ihn aussteigen. Okay. Also der Bus gefällt mir richtig gut. Der Setra nicht so. Der Mercedes war auch okay, aber der MAN ist schon. Was jetzt das? Du hast einen Fußgänger angefahren? Wo habe ich den Fußgänger angefahren? Bin ich zu nah rangefahren? Echt? Ach, hör auf. So einen Bus habt ihr vorher noch nie gesehen. Ja, seht ihr mal. Ey, jetzt habe ich einen Busfahrer. Ach, scheiß. Was wird der Woche? Ach, Mann. So. Die Rampe können wir wieder einfahren. Hat er das alles gemacht hier? Oh, das ist so ärgerlich, dass wir jetzt da jemand angefahren haben. Ah, jetzt stehen wir hier, ey, kommen nicht weiter. Hallo! Schauen wir mal uns den Bus noch ein bisschen genauer an hier, wenn wir das hier schon so sehen. Radio zurück. Ach, hier kann man seine eigene Playlist wahrscheinlich dann anhören. Ja, auf YouTube ist das alles ein bisschen. Fahrkarten. Den kann ich beleuchten. Ach, was weiß ich. Okay. So. Hallo. Was geht dir ab? Ja, das war ja wieder eine richtig tolle Tour. Zum Glück ist sie nicht so lang, ne? Jetzt habe ich da wieder ihn umgekachelt. Ah ja, da kommt nichts auf der anderen Seite. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ja, mit dem Bus muss man sich echt ein bisschen daran gewöhnen, dass sie sich doch so wesentlich gegenüber vom LKW ganz anders anfühlen und fahren. Ja, da nimmt man gerne mal so eine Bordsteinkante mit. Ja, ich weiß, da möchte ich noch raus. Oh ja. Geht ja ordentlich ab. Ich muss so aufpassen, dass hier keine. Dass hier irgendwo wieder ein Loch auf der Straße ist, ne? So. So, ein bisschen hier auf die. Ah, das haben wir auf jeden Fall mal gut gemacht. Ich brauche die Rampe, bitte. Ja, du brauchst die Rampe, ich weiß. So, raus. Ja, ich gehe nie mehr zu Fuß, hat wahrscheinlich der gesagt, ne? So, seid ihr alle am Start wieder oder was? Ich fahre die Rampe rein. Okay, wollte keiner mitkommen. Okay. Alles gut, dass die Autofahrer mal dann so wirklich so vorschriftsmäßig anhalten. Nee, ich kann dich nicht einfach so rauslassen. Das geht überhaupt nicht. Sperren Sie doch mal die Augen auf. Werden Sie noch frech? Ich kann dich nicht einfach so rauslassen. Ich glaube, diese Straße sollten Sie echt mal bauen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt ein Rundkurs war. Ja, ich halte an.
Ist das jetzt der Endstation gewesen oder nicht? Habe ich schon wieder vergessen. So. Endstation, gut. Okay, dann alle raus. Ich glaube, das war nicht so eine erfolgreiche Fahrt heute von mir. Ja, mach einen Fisch. Müll da liegen lassen, ey, das kann nicht wahr sein. Oh. 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 Was ist das hier? Man kann hier hinten rausgucken. Okay. Ach, hier ist ja noch eine Tür. Warte mal, ich muss mal gleich mal gucken. Ah, die geht auch auf. Ah, wieder was gelernt. Okay. Ach so, jetzt. So, dann fahren wir mal wieder zurück. Es wird wohl heute eine Minustour sein. Wieder klasse gemacht, Maximus. Mit dem neuen wieder ein. Mit dem neuen Bus gleich wieder am Passagier überfahren. Hm. Das ist ein schlechtes Omen. Also wie gesagt, wenn ihr da ein paar Mods habt oder ein paar Möglichkeiten da was zu bauen an Lackierung, dann Attacke Hü Amerika, ne? Die... Und wenn wirklich alles gut klappt, dann versuchen wir mal am Mittwoch eine kleine Livestream zu starten. So. Ach, da kommt doch nichts. Können wir fahren. Kam letzte Woche auch nichts. Na los, komm, hopp, hopp. Es gibt auch Leute, die haben zu tun. Und auch Feierabend. So. Man nicht so schnell fahren? Warte mal, ich muss mal gucken, wo hier bei dem... Ach, in der Fahrt kann ich gar nicht zoomen, ey. Das ist natürlich schade, ne? Gucken wir mal, nächstes Mal in der Nacht fahren. Um dann halt... die ganzen Partygänger aus der City rauszuholen. Gucken wir mal. Oh. Nett. Was? Was geblinkt beim Abbiegen? Na, ich muss doch blinken beim Abbiegen. Oder was wollt ihr jetzt von mir? Habe ich jetzt nicht ganz so mitgekriegt. Ah ja. Die Fahrt ist sowieso für einen Eimer. Na du? Fahr ich mit dem Bus hier ganz alleine. Das könnten wir auch anders planen. Ach, guck mal, da ist unser Busbahnhof. Warum kann ich nicht dahin fahren? Da würde ich dann wahrscheinlich starten, wa? Weil da ist irgendwie noch nichts eingezeichnet, dass ich da vom Busbahnhof fahren kann. Naja, kommt vielleicht alles noch. Ach, Mama, ist so grün. Hab ich jetzt gar nicht so richtig mitgekriegt. Man wird halt total verplant, der Maximus. Na, klar, ey. Die Spiegel sind natürlich gerade in der Höhe oder in dem Winkel, wo ich nichts sehe. Bisschen Luft hier reinlassen in den Bunker. Da müssen wir hin.
Ja, ich kann wirklich nur in... Also, hier ist 50, da. Ah. Ja, korrekt gemacht. Und jetzt werden wir den neuen Bus hier erstmal in unsere Garage reinstellen. Los, mal die Tür auf. Oh, was ist jetzt los? Ach so, der war noch gar nicht oben richtig, das Tor. Okay, Freunde. Ja. So, schauen wir mal. Feststellbremse wird das hier sein. Was sind das für Knöpfe? Die sind auch nicht belegt. Licht aus. Licht aus. Was ist das? Warnblinker. Was ist das? Blinker. Wo ist denn eigentlich der Hebel hier für den Motor aus? Ach, Türen vorne. Das sind die Türen. Was ist das hier? Das sind die Gänge. Warnblinkanlage. Was ist das? Wo ist denn eigentlich der Knopf hier für den Motor ausmachen? Oder muss ich den Geschwindigkeitsbegrenzer? Kann ich auch noch ausmachen. Ja gut, muss ich so machen. Okay, dann ist der so. Ach, verdammt, ich habe was vergessen. Ich habe auch vergessen, dass ich doch die Türe hier eben aufmachen muss, hier die eine. So, alles klar. Ups, das war... Boah, das ging aber. Kollision. Oh, minus 1000. Das war nicht gut. Hier. Das war überhaupt nicht gut. Was haben eigentlich meine anderen? 13.000. Und ich habe jetzt eine 0 eingebracht. Das sind jetzt meine Strecken, ja? 13.000 und 9.000. Hm. Okay, gucken wir. Unfälle 25. Ah ja, ich bin auf jeden Fall ein richtiger Held. So, ja. Ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal einen Fisch machen. Wir werden nochmal eine Nachtfahrt machen mit dem Bus, eine andere Strecke. Und wir gucken mal, hat er das jetzt genommen? Der hat diese Rundstrecke immer noch nicht genommen. Ach so, fahre die Anschlussstrecke. Wo ist denn die? Hier. Okerstraße, was? Fahr mal Okerstraße. Ach so, wir sollen wahrscheinlich hier so fahren. Zack, 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 zack. Pass auf, also meinen die das hier? Zack, 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 zack. Speichern. Also die Straße hier mal, nehmen wir mal, ja. Machen wir das mal als Nachtfahrt nächstes Mal. Und dann schauen wir mal, ob wir denn die Mission gemacht haben. Dann wollen wir nämlich 60.000 kriegen. Und dann müssen wir hier nochmal eine Strecke machen. Das kann dann sein, dass wir das im Multiplayer machen. Das hier alles zusammenbasteln. Und dann kriegen wir 60.000 in den nächsten Aufgaben. So, aber lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen hier Feierabend. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.